Platz. Ja, und wir sind in der Gruppe 2, das sind die molossoiden Hunderassen und verschiedene andere noch. Wir beginnen mit den molossoiden, das ist die deutsche Dogge. Die deutsche Dogge hier in gestromt und in schwarz mit weißen Abzeichen. Also wo wirklich der Ursprung der Molosse liegt, ist sehr, sehr schwer. Ob das jetzt im alten Spanien liegt oder wo auch immer, wir wissen, dass wir bereits im frühen Mittelalter und auch vor der Zeit Christi Geburt schwere Hunde auch als Kriegshunde und zur Verteidigung und so weiter kennen. Also irgendwie sind sie sicher Vorfahren. Wir kennen sie seit dem ca. 16. und 17. Jahrhundert, da werden die deutschen Doggen in Deutschland rein gezüchtet. Und da ist der Weg bis heute eigentlich sehr klar zu verfolgen. Ursprünglich wurden solche Hunde für die Jagd gehalten. Es waren Gehilfen bei der Jagd auf Bären, auf Hirsch. Das war eigentlich das bevorzugte Wild. Wildsauen wurden eher mit dem Saupacker gejagt. Das waren die tiefer gestellten, kräftigeren Molosser wie Mastiff und so weiter. Aber die Hochgestellten waren eher für die Hirschjagd oder für die Bärenjagd. Die deutsche Dogge wurde in diesen Zeiten nur auf Fürstenhöfen gehalten. Für den einfachen Mann war es nicht gestattet, wäre auch viel zu teuer gekommen. Die Hunde wären viel zu aufwendig in der Haltung gewesen. Und hier war es dann ganz genau aufgeteilt. Es gab den sogenannten Kammerhund, der beim Herrn, beim Fürsten, beim Landesherrn lebte, mit einem vergoldeten Halsband. Es gab die Leithunde, die in der engeren Umgebung lebten, mit einem versilberten oder silbernen Halsband. Und es gab die Hunde, die im Zwinger lebten, die einfach dann für die Jagd verwendet wurden. Also wirklich eine ausgesprochen interessante Historie. In unserer Zeit haben wir deutsche Doggen dann wieder sehr viel gesehen, durch Fürst Bismarck. Bismarck hat die Reichsdogge geschaffen, also das waren seine Lieblingshunde, die er auch verschenkt hat, pärchenweise verschenkt hat. Allerdings, wenn man sich die Fotos solcher Hunde ansieht, waren sie etwas kleiner, als wir sie heute kennen. Und das, meine Damen und Herren, die Größe ist der Grund, dass sie unbedingt bei einem Züchter ihres Vertrauens kaufen müssen. Es ist nicht einfach, eine deutsche Dogge groß zu kriegen. Nicht, weil sie so viel frisst, das ist nicht das Thema, sondern weil sie wirklich gezielt wachsen muss. Zu schwer geht auf die Gelenke, zu wenig ist Mangelernährung. Also hier haben wir wirklich eine genaue Wachstumskurve, die der Züchter kennt, die er mit ihnen bespricht, und nur so kann man einen gesunden Hund großziehen. Sehr anhänglich, sehr loyal ihrer Familie gegenüber, gerne Begleiter zu den unterschiedlichsten Dingen, alles, was sie gerne machen möchten. Aber natürlich die Größe müssen sie mit einplanen. Also ein Hund, der seinen Platz braucht, sowohl im Haus als auch im Auto oder wo auch immer. Deutsche Doggen, sehr beeindruckende Hunde, Hunde, die sehr, sehr gerne beim Menschen leben und ja, grundsätzlich eigentlich freundliche Hunde sind. Dankeschön. Ebenfalls in Gruppe 2.